Zeit erklärt uns heute Videola, wie eigentlich Bilder Zeit festhalten. Hi, Videola hier. Schön, euch wiederzusehen. Ich mag Bilder übrigens auch sehr gerne, weil sie die Zeit festhalten. Ja, Bilder halten Zeit fest. Das wusstet ihr, oder? Wenn du dich heute im Spiegel anschaust, dann siehst du dich. Wenn du ein Babyfoto von dir anschaust, dann siehst du auch dich. Aber du siehst ganz anders aus, denn das bist du zu einer anderen Zeit. Heute bist du ja schon groß. Wie ich, hier. Ich sehe doch gut aus, oder? Klar. Und hier, das bin auch ich. Und ich war echt süß. Aber schon ganz anders, oder? Bilder halten also einen Moment fest. Dieser Moment vergeht, aber ich kann ihn mir nochmal auf dem Foto anschauen. Wie wär's, wenn wir Bilder nehmen, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind und daraus eine Fotokollage erstellen, also diese vielen Bilder nebeneinander stellen? Da gibt es jede Menge Möglichkeiten dafür. Zum Beispiel Fotos ausschneiden und auf Papier kleben. Du kannst aber auch die Fotos am Computer, Tablet oder Smartphone bearbeiten. Zum Beispiel zeige ich dir hier die App Pixel. Fotografiere das Foto mit einem Handy oder Tablet ab. Jetzt mach ein Foto von dir. Mit einem Programm wie zum Beispiel der App Pixel kannst du problemlos eine Collage mit den beiden Fotos erstellen. Klicke mit deinem Finger auf das Foto und passe es an die Collagebox an. Nun vergleiche sie. Die Zeit ist vergangen, aber Bilder halten trotzdem Zeit fest.